So, liebe SWN-Zuschauer, also heute habe ich mal ein neues Gerät, neue Halterung. Bin mal gespannt, wie die funktioniert. Und jetzt in der Stadt. Ups, da war natürlich ein Haufen. Hat der Halterung drauf. Natürlich auch nicht so schön. Also man kann, man muss das bloß alles wegen drehen, dann geht das schon. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hält, das Gerät. Ich bin also jetzt heute mal unterwegs nach Buxheim und möchte da mal ein paar Aufnahmen machen an meinem Heimatdorf. Und weil ich halt mal neue Kamera, was heißt mal neue Kamera? Ich habe gar keine neue Kamera, aber meine Kamera habe ich neu eingestellt, neu fixiert und die will ich dann mal ausprobieren, wie die Aufnahmen da werden. Und da fahre ich jetzt mal nach Buxheim. Nach Buxum! Liebe Grüße mal nach Arizona. Ja. Ihr habt ja riesen Wirbelgarten in Amerika mit dem Trump, mit dem Biden. Also mal ehrlich gesagt, meine Mutter, die ist 91, die ist teilweise noch mehr fit wie euer Biden. Ne? Hallo du. Dann lacht er schon bald die ganze Welt. Ne? Aber trotzdem ist mir der beiden Liebe im Gesicht wie der Trump am Arsch. Aber ich weiß auch nicht, vielleicht drehe ich das alles verkehrt. Ne? Gut. Oder umgedreht, ne? Umgedreht muss ich das ja sagen. Ne? Ist der beiden im Arsch lieber wie der Trump im Gesicht so rum. Ne? Das haben wir auch noch versprochen. Ne? Ei, 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 ei. Ist ja wirklich hanebüchern, du. Schönes Wetter, da kann man das mal machen, so hintenrum mal fahren. Ich hoffe, der Ton ist auch ein bisschen besser geworden. Aber ehrlich, seid mir nicht böse. Ne? Ich habe nicht immer Lust, das Mikrofon da mitzuschleppen. Und ich kann es einfach mitnehmen. Aber manchmal überkommt es halt spontan, dass ich sage, jetzt mache ich mal ein Video oder was im Auto zum, beim Mitfahren. Und dann habe ich es halt ausgerechnet dabei. So wie jetzt. Ne? So wie jetzt. Dann, das ist auch wieder so eine spontane Idee gewesen, jetzt mal ein kleines Video zu machen. Und ja,
spontanes Mikrofon nicht dabei. Ne? Ich weiß, im Sommer ist es schlecht, weil das Fenster noch auf ist beim Smart. Weil man hält es halt dann aus im Smart mit geschlossenem Fenster, weil der, naja, da hat er kein Klimaanlage. Ne? Also, seid mir nicht böse, wenn ich das also. Der Ton manchmal nicht so 1A ist. Weil es gab schon Beschwerde, dass man es auf keinem Gerät richtig hören kann, was ich erzähle. Das tut mir herzlich leid, wenn man es nicht hören kann. Aber im Sommer ist es tatsächlich nicht einfach bei dem Smart mit geschlossenen Fenster zu fahren. Aber ich habe es jetzt mal zugemacht, damit ihr ein bisschen mehr hört. Ich fahre jetzt hier also an der Mainleiter entlang in Schweinfurt. Da links habe ich auch noch ein Grundstück. Mein Stück Schweinfurt, habe ich ein paar Mal gesagt. Da wo die Schilder sind, da geht es rauf. Fast 3000 Quadratmeter hoch nach oben. Ganz stolz, aber wenn er nichts damit anfangen kann mit dem Gelände, weil es ein Naturschutzgebiet ist, ist es trotzdem mein Stück Schweinfurt. Jetzt fahren wir also direkt am Main entlang, rechte Seite der Main, links die Mainleide. Habt ihr gewusst, dass früher der Wein, dass der früher berühmter war wie der Wein aus Volkach, der Wein hier in Schweinfurt. Der war früher ganz berühmt, wurde sogar in Königshäusern getrunken, war sehr, sehr beliebt. Ja, jetzt haben wir ja nur noch einen Winzer hier in Schweinfurt. Gott sei Dank haben wir noch einen Winzer, weil das Widerlage können wir machen. Ne? Alles nichts mehr so einfach. Keiner will mehr mit der Hand irgendwas arbeiten. Alle wollen so nur noch am Computer sitzen. Da oben ist auch das Schloss Meinberg. Da weiß man auch nicht so richtig, wie das da weitergeht mit dem Bunker. Na. Ich finde ja solche Burgen, da wo früher die normale Bevölkerung ausgeraubt wurde und wo den Herrschaften, wo das besessen haben, wo sich da an den Normalbürger bereichert haben. Diese Burgen, die gehören in Staatsbesitz. Ja, ich weiß, da geht der Staat auch noch bankrott, da müssen wir noch mehr Steuern bezahlen. Aber auf der anderen Seite steht jetzt die Burg da oben am Berg. Und kein Mensch kann das Ding besuchen, besichtigen oder sonst irgendwas. Einfach nur eine Ruine, wo da oben rumsteht. Ohne Sinn und Ziel und Zweck. Das gehört der Bayerischen Schlösserverwaltung, wenn da gar nicht ein Schluss ist. Und dann gehört es der Bevölkerung zugänglich gemacht, hergerichtet und der Bevölkerung zugänglich gemacht. Immerhin ist es ja auch mit Geldern der Bevölkerung gebaut worden. Da hat wieder einige da, die wieder anderer Meinung sind. Aber das ist mir auch scheißegal. Das ist meine Meinung. Meine nichtssagende Meinung. Meine nichtssagend ist ja eigentlich falsch. Ne? Ich habe ja was gesagt.
Pharisäer, wo du es dann immer weiterträgst und weiterverrätst, was ich dahinter sage. Ne? Du Pharisäer, du brauchst mal Filme auch nicht zu gucken. Du. Früher haben wir so einen kleinen Roller gefahren, ein kleines Nummernschild, ein 50er oder 45, da haben sie erfahren oder was. Und meint so in der Stadt und so sind die ja ganz in Ordnung, ne? Kann man nichts sagen. Aber da ich ja einen Motorradführerschein habe, neigt man doch immer dazu, sich dann eine große Maschine zu kaufen. Jetzt hat meine Familie beschlossen, ich soll kein Motorrad mehr fahren. Dafür habe ich ja diesen kleinen Smart geschenkt. Also geschenkt habe ich ja auch gekauft, aber habe ich halt übernommen. Und ja. Jetzt fahre ich halt Smart.
obwohl ich manchmal so im Frühling so schon noch mein Motorrad, mein BMW nachtrauere. Aber ich muss sagen, ich habe auch die Hitze nichts mehr vertragen, gell? Aber wenn du dann die Motorradkleidung immer anziehen musst, das Leder, Lederklamotten oder Textilklamotten, die ja doch sehr schwer und ja, und warm. Und da muss ich dann sagen, das habe ich nichts mehr ausgehalten. Ne? Das war nichts für mich. Und da habe ich dann doch mit einem Bein in dem Auge den Smart zugestimmt. Ich habe gesagt, gut, da fahre ich eben Smart jetzt. Das ist ja auch fast wie ein Motorrad fahren. Ne? Auto kann man das ja nicht bezeichnen. Ne? Nach jeder Fahrt mit meinem Smart muss ich mein ganze Gedärme sortieren. Meine Zehen sind alle verrutscht. Nein, ich hab keinen gebissen, oder? Nee. Aber Spaß beiseite. Ne? Aber Smart fahren ist schon ein Erlebnis. Obwohl ich ihn ja doch ganz gerne auch fahre. Also ich bin in Goxheim angekommen, auch gleich vor meiner Lieblingseisdiele. Wenn ihr mal nicht wisst, wo hier Eis essen, da könnt ihr in der Dolomite hier in Goxheim, da gibt es prima Eis, da könnt ihr gut Eis essen. Also jetzt gehe ich mal rum und mache mal ein paar Aufnahmen. Ne? Also